Hi zusammen! In den Kommentaren unter den letzten Videos kam sehr oft die Frage auf, was es mit Blue Umbrella auf sich hat und wie man die in der Resident Evil Lore einordnen kann. Und dieser Frage möchte ich mich gerne in diesem Video widmen. Eigentlich gibt es zu Blue Umbrella gar nicht so viel zu erzählen. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Nämlich 1998 beim sogenannten Raccoon City Destruction Incident. Also den Ereignissen, die dazu führten, dass Raccoon City vollständig mit dem T-Virus infiziert wurde und letztendlich vernichtet werden musste. In der Zeit nach diesem Raccoon City Destruction Incident geriet Umbrella immer mehr ins Straucheln. Letztendlich wurde die Beweislast gegen Umbrella, was diesen Vorfall angeht, erdrückend. Und bei einem darauf folgenden Gerichtsverfahren wurden sie für den Tod an über 100.000 Personen schuldig befunden. Und Umbrella USA wurde der Handel in den USA vollständig verboten. Innerhalb von wenigen Jahren brach daraufhin der Profit von Umbrella vollständig zusammen. Und all ihre Biowaffenforschung fiel in die Hände von terroristischen Organisationen, anderen Pharmakonzernen oder einfach irgendwo auf dem Schwarzmarkt. Und spätestens im Jahr 2003 war die komplette Firma absolut pleite. Im Jahr 2007 gingen alle restlichen Besitztümer von Umbrella USA in den Besitz von ehemaligen Angestellten über. Unter neuer Führung machte es sich die neue Umbrella Corporation nun zum Ziel, den Schaden, den sie selbst, wenn auch unwissentlich, durch ihre Arbeit bei Umbrella unterstützt oder mit zu verantworten haben, wieder gut zu machen. Und zwar indem sie gezielt gegen Biowaffen vorgehen. Das machen sie zum einen sowohl durch Forschung an Anti-Biowaffenwaffen oder auch Heilmittel, als auch durch militärisch ausgerüstete Sondereinsatzkommandos, die gezielt und schnell gegen bioorganische Waffen vorgehen können. In Resident Evil 7 kann man beispielsweise sehen, wie sie relativ schnell ein Heilmittel für die E-Typ-Infektion, also diesen Mold, auf die Beine stellen. Und außerdem verfügen sie über sogenannte Ramrods, Anti-Regen-Ammo. Das ist Munition, die bei Aufprall ein sehr potentes Zytotoxin freisetzt, das speziell gegen auf Pilz basierende Biowaffen eingesetzt wird, da es den Pilz nicht nur sehr schnell und gezielt abtötet, sondern eben auch seine Regeneration verhindert. Über die Jahre hinweg gewinnt Blue Umbrella immer mehr Vertrauen und Ansehen in der internationalen Gemeinschaft und wird letztendlich selbst von der BSAA, quasi dem Big Player, wenn es um die Bekämpfung von bioorganischen Waffen geht, akzeptiert. Und so starten sie teilweise gemeinsame Aktionen, wie wir es beispielsweise in Resident Evil sehen können, denn dort begleitet Chris Redfield, der immer noch bei der BSAA, bei der BSAA arbeitet, das Umbrella Corporation Team, um gegen die Infektion durch den Mold vorzugehen. Ja, und das ist ja auch schon im Grunde die Geschichte von Blue Umbrella. Blue Umbrella ist übrigens nur ein Spitzname. Offiziell heißt Blue Umbrella einfach genau wie sein Vorgänger die Umbrella Corporation. Die neue Leitung hat diesen Namen absichtlich behalten, um die Menschen daran zu erinnern, dass Umbrella immer noch hier ist und bemüht ist, sein dunkles Erbe aufzuräumen. Oder sowas in der Art. Was ist eure Meinung zu Blue Umbrella? Und wie fandet ihr es, als plötzlich Chris Redfield in Resident Evil 7 am Schluss aus einem Umbrella-Hubschrauber kommt? Ich war erstmal verdammt verwirrt. Aber ich finde die Idee grundsätzlich ganz gut. Es ist natürlich Fanservice, aber trotzdem ist es irgendwie schön zu sehen, dass Umbrella wieder erweckt wird. Aber anstatt zum vierten Mal Umbrella als Antagonisten irgendwo aus einer Box zu holen, hat man sich eben etwas anderes überlegt und Umbrella quasi zu den neuen Guten gemacht. Und so kleine Easter Eggs wie beispielsweise, dass ihre Standard-Equipment super Hochkaliberwaffe Albert 01 genannt wird und wahrscheinlich nach Albert Wesker benannt ist und sowas, macht das Ganze nur irgendwie noch sympathischer. Wenn auch ein bisschen weird, aber okay. Naja, eure Meinung dazu sehr gerne wie immer in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Das wäre voll cool und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.